Die Ampel hier ist kaputt, deswegen fange ich das Video trotzdem hier an, denn ich weiß nicht, wann ich hier loskomme und ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Akku in der GoPro. Grüß euch, Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Zuallererst möchte ich mal sagen, wenn ihr euch ein gebrauchtes Motorrad kauft, glaubt niemandem. Erst recht nicht dem, der euch das Bike verkaufen will. Auf gar keinen Fall. Egal, was er sagt. Ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Ehrlich, Freunde. Ich habe jetzt schon einige Bikes gebraucht gekauft und das war immer wieder das Gleiche. Der Typ hat mir irgendwas gesagt und das hat soweit für mich gepasst, die Aussage. Habe ich so akzeptiert, weil, ja, war ja in Ordnung so. Er wird ja schon keinen Scheiß erzählen, wenn er mir das Bike verkaufen will. Doch, er wird genau Scheiß erzählen, wenn er das Bike verkaufen will. So oft war es jetzt bei verschiedenen Sachen an den Bikes. Egal welches Bike. Er hat mir was gesagt, dann habe ich das Bike gekauft, bin nach Hause gefahren und nach ein paar Tagen oder mit der Zeit ist mir dann aufgefallen, hey, das ist Bullshit, was der mir gesagt hat. Glaubt niemandem. Egal, was der Typ sagt, prüft alles selber nach. Zudem solltet ihr eure Kosten beachten, wenn ihr ein Motorrad kauft. Sagen wir, ihr habt jetzt Budget 6.000 Euro, okay? Fürs Motorrad. Ihr habt 6.000 Euro Budget. Dann seht ihr, hey, für 5.500 Euro steht, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Bayern hier unten wohnt, in Hamburg ein geiles Bike. Sind 500 Euro unter eurem Budget. Soweit klar, ne? Okay. Aber was kostet euch der Sprit da hoch? Was kostet euch eventuelle Verpflegung da hoch, wenn ihr was trinken oder essen wollt oder müsst? Was kostet euch, wenn ihr ins Ausland fahren müsst, eventuell die Übernachtung, die ihr machen müsst, wenn ihr nicht 24 Stunden am Stück Auto fahren wollt? Was kostet euch zusätzlich dann noch die Versicherung des Bikes? Was kostet die Zulassung für das Bike? Was kostet die Steuer für das Bike? Das ist jetzt im Kaufpreisbudget nicht unbedingt relevant, die Versicherung und die Steuer. Das gehört zu den laufenden Kosten. Aber trotzdem, beachtet wirklich alles. Rechnet euch das durch, ob euch das Sinn macht. Ich sag's euch ehrlich, ich habe die Erfahrung selber gemacht. Wenn ihr das nicht berechnet und etwas über eurem Budget kauft, ihr habt damit nicht so viel Spaß. Natürlich, wenn es zum Beispiel euer Traumbike ist, wie bei mir die R1 ist es. Geil, ihr habt euer Traumbike endlich, aber ihr habt immer im Hinterkopf, ey, das ist so teuer, ihr habt einfach die ganze Zeit was im Hinterkopf und das nervt. Ihr könnt das nicht zu 100% genießen. Dann, egal was der Verkäufer sagt, was am Bike verbaut wurde, whatever, lasst euch alles belegen. Und wenn es nur mal der Wechsel von einem originalen Spiegel auf einen anderen originalen Spiegel ist. Scheißegal, wenn der Spiegel irgendwie mal kaputt gegangen ist oder sonst irgendwas, lasst euch das belegen. Lasst euch keinen Scheiß erzählen. Wenn der sagt, hey, der Spiegel wurde mal ausgewechselt, weil, keine Ahnung, Steinschlag oder sowas, der kann euch viel erzählen. Lasst euch das belegen. Ich weiß, das klingt banal, aber projiziert das auf alle anderen Sachen auch. Wenn er zum Beispiel sagt, er hat an dem Bike nichts selber gemacht, das wurde alles fachmännisch von irgendeiner Werkstatt gemacht, vom Vertragshändler, whatever, dann lasst euch das auch belegen. Egal was es ist, seid auf der sicheren Seite. Und wenn ihr euch das dann belegen lasst, wenn ihr die ganzen Dokumente dann habt, die er euch gegeben hat, dann lasst euch Zeit. Lest euch die aufmerksam durch. Ganz genau. Und lasst euch da nicht stressen. Auch wenn der Verkäufer, das ist oft eine Masche, wenn die euch was verkaufen wollen und ihr da gerade die Dokumente durchgeht, zum Beispiel jetzt bei Umbauten die Eintragungen oder whatever, dann quatschen die euch nebenher voll. Die wollen euch ablenken, sodass ihr euch nicht konzentrieren könnt. Die wollen euch im Gespräch halten. Gebt auf sowas einen Scheiß. Wirklich. Wenn ihr da gerade was am Durchlesen seid und sagt dem, hey, halt's Maul, Alter. Ich bin hier gerade am Lesen. Viele von euch werden den Bereich beim Ritzel vorne kennen, wo es immer so verdreckt ist. Es sieht aus wie dickflüssiges Öl, weil das so schwarz ist. Ist es aber nicht, sondern es ist Kettenfett. Kettenfett mit Dreck gemischt. Mehr ist es nicht. Wenn der Verkäufer sagt, das Ding ist in einem Top-Zustand, wurde immer top gepflegt, wurde nach jeder Fahrt gereinigt und gewaschen und bla bla bla. Vor allem, wenn es ein teureres Moped ist, wie eine Panigale oder sowas zum Beispiel. An diesem Bereich könnt ihr ganz genau sehen, ob das stimmt, was er sagt. Wenn der Bereich dreckig ist, nicht gereinigt aussieht, dann wurde das Ding auch nicht immer gewaschen und gesäubert. Denn das ist der Bereich, wo am meisten Dreck ist, wo es am offensichtlichsten ist. Und wenn da dreckig ist, dann stimmt diese Aussage vom Verkäufer auf jeden Fall nicht. Wenn wir dann auch gerade schon in der Region sind, Ritzel, schauen wir uns dann auch gleich bitte die Kette an. Und das dazugehörige Kettenblatt hinten, das große. Ist das Kettenblatt abgenutzt? Ist es arg dreckig? Ist es fettig? Wie viel Spiel hat die Kette? Ist die Kette gespannt? Wenn nein, wie viel Spiel hat sie? Wie sieht die Kette im Allgemeinen aus? Ist die Kette überhaupt geschmiert? Das ganze Thema, schaut euch das ganz genau an. Auch daran kann man erkennen, wie gut das Bike gepflegt wurde oder eben auch nicht. Ist auch einer der Punkte, wo es ziemlich offensichtlich ist.
Der nächste Bereich ist die Kupplung. Und damit meine ich ganz speziell das Kupplungsseil oder die hydraulische Kupplung. Wobei die hydraulischen Kupplungen da eher ein bisschen rausfallen. Also wir beschränken uns jetzt mal nur auf Seilzugkupplungen. So wie hier zum Beispiel. Ihr seht es hier, da ist das Seil von der Kupplung. Okay? Hier. Schaut euch an oder fühlt, wie viel Spiel die Kupplung hat. So wie hier jetzt zum Beispiel. Wie ist es eingestellt? Passt es? Und wie viel kann man da noch einstellen? Ihr seht hier dieses Rädchen. Damit stellt man die Kupplung ein. Wenn hier zu viel Spiel ist, dann dreht man das ein bisschen raus, sodass das Spiel kleiner wird oder im besten Fall gar kein Spiel mehr vorhanden ist. Und da schaut ihr bitte nach, wie viel ihr da noch einstellen könnt, wenn das nicht eingestellt ist. Ist auch wieder so eine Sache. Wurden mit dem Ding zum Beispiel oft Wheelies gemacht? Oder ist der viel in der Stadt gefahren? Viel Stop and Go? Sowas in der Richtung. Wenn ja, dann ist die Kupplung mit ziemlicher Sicherheit schon verschlissen und wenn nicht, bald verschlissen. Auf jeden Fall ist die Kupplung strapaziert worden, wenn das so ist, wenn der Verkäufer viel Stadt gefahren ist, viel Stop and Go oder vielleicht sogar Wheelies gemacht hat. Er wird das mit den Wheelies eventuell sogar gar nicht zugeben. Aber daran könnt ihr es prüfen. Teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Wenn ihr das Bike dann anlasst und ganz wichtig, das Bike mit kaltem Motor starten, wenn ihr es testet. Lasst euch auch da nicht verarschen. Startet einen Motor, wenn ihr euch ein gebrauchtes Fahrzeug kauft. Immer kalt. Niemals warm. Wenn der Motor kalt ist, ist auch kein Öl im Kreislauf, weil sich das Öl in der Ölwanne alles abgesetzt hat. Was es soll. Es ist ja auch richtig. Wenn ihr dann den Motor im kalten Zustand startet, ohne dass Öl im Kreislauf ist, dann hört ihr zuallererst mal die Ventile, die Ein- und Auslassventile. Oder eben nicht. Im besten Fall hört ihr sie nicht. Wenn ihr sie hört, ist es ein schlechtes Zeichen. Denn dann stimmt da irgendwas nicht. Dann muss da entweder irgendwas eingestellt werden oder sogar Schlimmeres. Diesen Unterschied könnt ihr aber nur hören, wenn der Motor kalt ist. Wenn Öl im Kreislauf ist, dann könnt ihr das nicht hören. Achtet darauf, wenn ihr den Motor startet, was die Temperaturanzeige vom Motor sagt. Ob der Verkäufer das vor eurer Ankunft hat laufen lassen, das Bike, oder eben nicht. Wenn ihr dann das Bike startet, dann achtet auch darauf, wie die Batterie klingt. Ob es länger dauert, bis das Bike startet, oder ob das ruckzuck sofort geht. Und fragt dann, wie es mit der Batterie ist. Verlasst euch zwar nicht auf seine Aussage, aber es soll ja noch ehrliche Leute geben. Nachfragen kostet ja nichts. Wie es mit der Batterie ausschaut, ob die schon mal gewechselt wurde oder ob das immer noch die Original Batterie ist. Wenn ihr da jetzt ein älteres Moped habt und er sagt, das ist immer noch die Originalbatterie, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr die Batterie demnächst wechseln müsst. Wenn er sagt, die Batterie ist neu, verlasst euch auch darauf nicht, denn darauf habe ich mich bei der MT-07 hier verlassen und das ist kompletter Bullshit, was er mir erzählt hat. Aber trotzdem, Fragen kostet ja nichts. Und es soll ja noch ehrliche Leute geben. Auch so ein Indiz dafür, dass das Bike, ja, ich sag mal, gefickt wurde. Schaut unterm Heck, da wo sich der ganze Dreck sammelt, wenn man fährt, unterm Heck, ob da irgendwelche Gummifetzen oder sowas zu sehen sind. Das ist dann ein Anzeichen dafür, dass ein Burnout mit dem Bike gemacht wurde. Oder mehrere Burnouts. Whatever. Die kriegt man leicht weg. Aber manche, so wie ich zum Beispiel, sind einfach zu faul, diese Gummifetzen wegzumachen. Die wischen da ein paar Mal drüber, sodass das einigermaßen in Ordnung ausschaut, gehen aber nicht in die Ritzen und die Zwischenräume rein. Und da schaut ihr dann bitte hin und kontrolliert, ob da irgendwo Gummifetzen oder sowas in der Richtung klebt. Wenn ja, wisst ihr, mit dem Bike ist mindestens ein Burnout gemacht worden. Das müsst ihr nicht mal am neuen Reifen sehen. Wenn da jetzt zum Beispiel tatsächlich neue Reifen verbaut wurden, das machen ja viele ganz gern. Wenn sie ein Bike verkaufen, ah ja, ich tue neue Reifen drauf, die hole ich dann mit dem Verkaufspreis wieder rein und das ist immer gut, wenn ein Motorrad neue Reifen drauf hat. Ich habe es früher immer so gemacht, wenn ich Reifen wechseln musste, habe ich kurz davor den Reifen hinten durch ein Burnout komplett vernichtet, weil ich mir dachte, der Reifen wird eh gewechselt, der Reifen ist schon runter, also warum nicht komplett zerstören? Warum nicht 100% des Reifens auskosten? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr wisst nicht, was mit dem Reifen davor passiert ist, falls neue Reifen verbaut wurden. Und so könnt ihr das kontrollieren. Oft ist es auch so, wenn man ein gebrauchtes Bike kauft, wurde irgendwas verändert. Egal ob optisch oder performance-technisch. Und wenn es nur Spiegel, Brems- und Kupplungshebel, Sportauspuff, whatever ist. Sportauspuff ist da ganz bekannt dafür. Erstens, wie schon am Anfang erwähnt, lasst euch auch hier Dokumente geben. Für jedes Anbauteil, das nicht serienmäßig am Motorrad ist, lasst euch dafür Dokumente geben. Geht diese Dokumente ganz genau durch. Schaut, ob diese Teile entweder eine ABE, eine allgemeine Betriebserlaubnis, oder eine EEG-Typengenehmigung haben. Heißt beides, dass es eintragungsfrei ist. Oder ob sie auch nur eine E-Nummer haben. Wenn ein bestimmtes Teil eine E-Nummer hat, dann ist es zwar zugelassen für euer Bike, das steht dann in den Dokumenten, in dem Gutachten. Teile mit einer E-Nummer müsst ihr aber trotzdem eintragen lassen, damit sie ihre Zulässigkeit behalten. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt mir einfach auf Instagram privat. Ich erkläre euch das gerne. Kommen wir nochmal zum Thema Sportauspuff, was ich angesprochen habe. Mittlerweile ist es ein relativ großes Thema geworden.
haben, zum Beispiel von Akrapovic, sich irgendwelche Nachbau- oder Fake-Anlagen zu kaufen. Da gibt es auf Wish zum Beispiel unzählige davon. Für verschiedenste Modelle, sei es Motorrad oder Auto. Scheißegal. Auf Wish kriegt man Akrapovic-Fakes zu Genüge. David Bust hat dazu zum Beispiel mal ein Video gemacht. Oder war es David Bust oder war es Blackout? Einer von den beiden hat dazu mal ein Video gemacht. So, und wenn er sagt, ja, hier, Akrapovic ist verbaut, ich habe aber keine Dokumente mehr, bla bla bla. Ganz schlechtes Zeichen. Ganz, ganz schlechtes Zeichen. Auch wenn der auf den ersten Blick gut ausschaut und auch so klingt wie ein Akrapovic oder vielleicht sogar besser, weil er einfach überhaupt nicht gedämmt ist, weil es ja nur ein billiger Nachbau ist, scheißegal. Wenn er keine Dokumente dafür hat, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Und wenn für einen Sportauspuff keine Dokumente vorhanden sind, dann muss der Verkäufer entweder erheblich mit dem Preis runtergehen, denn ihr wisst nicht, ob dieser Auspuff wirklich zugelassen ist für das Bike und hinterher zahlt ihr im schlimmsten Fall Strafe, oder er muss euch den originalen Top kostenlos dazugeben oder sonst irgendwas, oder er nimmt das Bike einfach gar nicht. Denn das ist so ein Thema, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Wenn ihr zum Beispiel einen Akrapovic kauft, habt ihr immer 4 Dokumente. Ihr habt einmal die ABE in Papierform, sage ich mal. Das ist ein DIN A5 Zettel. Und dann habt ihr noch 3 kleine Kärtchen. Die sind grau mit dem Akrapovic Logo drauf. Und da sind auch nochmal Informationen und Zulassungsbescheinigungen drin. In verschiedenen Sprachen. Achtet darauf, falls ihr ein Bike kauft mit Akrapovic. Lasst euch das alles geben. Und mit diesen Worten beende ich das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal. Folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.